So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge British Constructor Medieval von und mit mir, Matzefack. Herzlich willkommen. Ja, ich bin längere Zeit jetzt nicht mehr zum Aufnehmen gekommen, weil das Real Life Dinge von mir wollte, die ich nicht abwenden konnte. Entsprechend, ja, es tut mir leid. Es ist halt so. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, falls doch. Ja, kann ich wohl fürchtlich leider nichts ändern daran. In jedem Fall spielen wir weiter. Es ist eventuellerweise vielleicht sogar die letzte Folge in diesem Let's Play. Wir haben nur noch 4 Brücken vor uns. Es ist schaffbar, theoretisch, ob von mir, sei dahingestellt. Bei dieser Brücke, an der wir jetzt hier gleich rumbauen werden. Ja, ihr seht, ich habe schon mal irgendwann angefangen gehabt. An dieser Brücke hier bin ich letztes Mal kläglichst gescheitert. Ja. Was soll ich sagen? Manchmal läuft es einfach nicht. So. Ich weiß noch, dass hier unten ein sehr anfälliger Bereich war. Nee. Das möchte ich eigentlich ganz gern gerade haben. So schaut das doch gut aus. So nehme ich das. So, zack. So, 34.000 dürfen wir maximal ausgeben. Das muss nicht ganz hoch sein. Ich hatte eben noch einen Plan. Und jetzt habe ich ihn schon wieder vergessen. Nun, worauf wollte ich hinaus? Letztendlich, gerade sowas dann von den Faden verloren. Kennt ihr das? Ich konstruiere jetzt hier so gemütlich vor mich hin, ohne wirklich zu wissen, was ich da tue. Aber irgendwas ist ja immer. Also ich habe mir natürlich durchaus Gedanken gemacht, wie das denn funktionieren könnte. Und nachdem es hier immer gebrochen ist, glaube ich, dass es halt einfach irgendwie die Kraft abgeleitet werden muss. Ich hoffe, dass das eine Möglichkeit ist. Wir sind offensichtlich ein bisschen überhalb des Budgets. Naja, schauen jetzt erstmal, ob es überhaupt funktioniert. Na, auf jeden Fall. Das wahre Leben fordert sein Tribut, aber ich wollte euch nicht... Oh, das sieht gut aus. Nachdem Wright hier heute... nicht der erste, aber auch nicht der letzte war, der mich angeschrieben hat, von wegen, es kommt ja gar nichts mehr, was ist da los? Nehme ich mir jetzt einfach die Zeit. Wir verbessern das. Nehme ich mir jetzt einfach mal die Zeit, hier aufzunehmen. Ich bin gerade sehr stolz auf mich. Weil es kann ja auch nicht sein, dass da hier so einfach kommentarlos irgendwie quasi von der Bildfläche verschwinde und einfach nichts weiter kommt. Ja, den braucht es auch. Wenn es den braucht, dann wird es auch den brauchen. So ist es, wie wir es eben hatten, ne? Höchstens noch niedriger machen. Na gut, auf jeden Fall, ich nehme mir jetzt einfach die Zeit, um hier mal wieder was aufzunehmen, weil ich möchte dieses Spiel auch zu Ende kriegen. Das klingt so ein bisschen nach dem Motto, damit es endlich rum ist. Nein, überhaupt nicht. Ich finde das Spiel toll, ich habe sehr viel Spaß mit dem Spiel, aber nachdem ich eh schon so wenig Zeit habe, möchte ich natürlich auch gerne weitere Spiele spielen. Also ich habe mir jetzt entschlossen, hier einfach weiterzumachen, damit es hier vorangeht. Weil nämlich, es wartet bereits quasi ein wundervolles Spiel auf mich, auf euch, das jetzt aktuell in der Closed Beta ist. Und ja, ich habe einen Key dafür bekommen. Den kann theoretisch jeder kriegen, aber ich schreibe das natürlich meinem Charme zu, dass ich diesen Key erhalten habe.
entsprechend, ich freue mich einfach auf dieses Spiel. Ihr werdet sehen, sobald es läuft, was es ist. Wir sind jetzt erstmal noch hier, Bridge Constructor Medieval, und wir sind bei Brücke 10, Kapitel 4 und lassen uns 18 Feinde, ach du Scheiße, in die Schlucht stürzen und vernichten 24. Na Hut ab, das wird spaßig. Wobei ich mag die kommt nur von rechts. Das heißt, ich muss drüben. Nee. Habe ich hier unten irgendwie keine weiteren. Oh je, oh weh, oh weh. Okay, wir haben noch nicht mal Seile. Wir haben noch nicht einmal Seile. Tja. Tja. Machen wir das. Ich find es so witzig, wir werden eine Brücke bauen, deren Ziel es ist, kaputt zu gehen. Also eine Brücke zu konstruieren, deren Hauptzweck es ist, kaputt zu gehen, ist irgendwie schon ein bisschen absurd. Seien wir mal ehrlich. So. Gut. Wir haben nur Holz. Das hält für mich nicht so lange. Versuchen wir das einfach mal. Zu bauen, die stehen bleiben soll. Das könnte eventuell das ist zu früh. Fangen wir nochmal von vorne hier an. So. Also, wir haben eine Brücke. So. Schauen wir erstmal, ob das überhaupt hält. Das so mal grundsätzlich. Und dann schauen wir, wie wir sabotieren können. Wochen. Oh. Das ist natürlich ein Mittel. So. Okay, 24. Okay, das war noch nicht genug. Aber es war ein guter Anfang. Es war ein guter Anfang. Versuchen wir es mal so. Nicht so ganz. Nicht so ganz. Okay. Das hätte mir auch irgendwie klar sein können, ne?
dass das nicht funktioniert. Oh Mann, oh Mann. Grundsätzlich. Entschuldigung, ich komme hier die ganze Zeit gegen das Mikro. Tja. Also ich glaube, dass der Schlüssel auf jeden Fall hier in nur 4 Platten verborgen liegt. Nicht mehr. Wer jetzt sagt, das ist doch viel zu stabil, hat man die Brücke einstürzt. Es geht jetzt erstmal grundsätzlich darum zu schauen, wie würde es denn funktionieren? Und wo müsste ich sabotieren, dass es nicht funktioniert? Wahrscheinlich habe ich jetzt gleich alle Stützen so komplett ausgetauscht. Ja, jetzt halt wenigstens die beiden. Sympathisch. Ich hab da gar nicht aufgepasst, wo muss das. Okay. Wir fangen nochmal von vorne an. So. Wir bauen eine Brücke. Thank you.
Das schaut doch toll aus. Also ich finde wirklich, dass das toll ausschaut, dieser Doppelbogen. Ob der was bringt? Das steht auf einem anderen Papier. Aber er schaut toll aus. Es gibt viele Doppelbögen, aber das ist meiner. Verehrtes Publikum. Wie sehen Sie nichts? Die 16 in Abgrund befördert hat. Ich weiß, es gab sie. Weiß es. Sehr schade. Okay. Okay, das hätte ich... Okay. Thank you.
Ihr dürft hier das. Wache gestalten, das ist auch weniger schwer. Nicht weh. Okay. Ich nehme an, das ist der Grund, warum man es nicht tun sollte. Zack, zack. Ich sitze schon wieder viel zu lange an dieser Brücke. Aber gut, auf der anderen Seite, das ist, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, die 13. Folge mit 13 Folgen irgendwie auch, wenn ich auch nicht so viel. Ja. Haben wir gerade geschafft. Ich beende das hier. Gönne euch damit eine weitere Folge und mir weitere wenigstens 10 Minuten, 20 Minuten Spielspaß. Wir sehen uns. Ich wünsche euch was. Viel Spaß. Servus. Auf die Ehre.